Sudeler, dann schauen wir in die Frakturkammern rein. 12er Run. Und mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja diesmal mit insgesamt 5 Diamanten. Vorhin war es ja gerade knapp, da hatten wir 192 Punkte. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht... Ne, wir nehmen die Bestien nicht mit. Ob wir vielleicht da ein bisschen mehr kriegen. Die Buffs sind... Na gut, die sind jetzt nicht mehr so lang drauf, sehe ich gerade. Ich hätte eigentlich neu nachschmeißen sollen. Geht ja hier auch ein bisschen um Zeit tatsächlich. So, jetzt tun wir hier am Anfang gleich einmal rein convoken. Ja, ich weiß schon, wenn ich jetzt ein Ticket schreibe, dann werde ich wahrscheinlich erst in Ewigkeiten Antwort bekommen. Wobei, letztens wegen dem Trans ging es relativ schnell, ne? Da habe ich ein Ticket auf dem quasi auf der Blizzard-Seite aufgemacht, ne? Also nicht in-game, sondern dort. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt fährst du fix los, holst dir was zum Essen, komm wieder und dann ist es schon beantwortet gewesen, ne? Also, weil da habe ich nicht mitgerechnet, dass es so schnell geht. Vielleicht war ich eine halbe Stunde weg, hätte ich gesagt. Irgendwie sowas um Dreh rum. Also jetzt nicht, also ich war jetzt da nicht 5 Stunden unterwegs, sondern eine halbe Stunde oder so. Und dann war das tatsächlich schon beantwortet, ja. Das ging schnell. Aber ich bin da unter Zahlung reingegangen, ne? So der altbekannte Trick. Weil es ging auch um den Trans und das hat irgendwie nicht vernünftig funktioniert gehabt. Und wahrscheinlich waren sie nur deswegen schnell. Weil wir alle wissen, wenn es um Geld geht, ne? Dann kommt Blizzard schnell aus dem Loch gekrochen. Ach, schau mal, da hinten ist noch ein Bonus. Genau, ja. Ich laufe jetzt nochmal den gleichen Floor durch, den ich eben gelaufen bin, aus zweierlei Gründen. Grund Nummer 1, das muss ich sowieso machen, weil ich vorhin halt leider nur 92 Punkte hatte, anstatt die 200, die ich brauche, ne, für dieses Diamantgewölbe. Und, achso, jetzt habe ich leider noch nicht den Ding ready. Ich weiß nicht, ob das sinnig ist, ich habe noch keinen Inka. Dafür, dass ich nicht mal rein inker, geht's halt echt, was ich an Schaden fress hier. Und dann habe ich blöderweise vorhin vergessen, das Ding zu looten hier. Das Phantasma hier die Soul, Cinder und Soul Ash und Gedöns und jetzt ist halt ein bisschen RIP, ne? Mal gucken, wahrscheinlich kriege ich es sowieso nicht, aber versuchen können wir es ja zumindest, ne? Weil bis ich da einen GM an Wickel kriege, kann es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, ne? Also wenn es nicht gerade was mit Zahlung zu tun hat. Aber ich verstehe es halt nicht, ne? Also alleine wenn ich jetzt Blizzard wäre... Und so ein, klar, also natürlich ist es meine Schuld, ne? Ich habe den Mob nicht gelootet, keine Frage. Aber die schicken dir jeden Rotz nach, ne? Der halt mehr oder minder unwichtig ist, ne? Aber dann die Sache, die du nur einmal oder halt bei zwei Floss zweimal die Woche holen kannst, die kriegst du nicht nachgeschickt. Das ist ein einziges Ding, was du aus Torghast mitnehmen kannst. Und das kriegst du nicht nachgeschickt von dem Boss, das verstehe ich nicht. Normalerweise ist die Systematik bei Blizzard mittlerweile so, dass du nichts mehr nachgeschickt kriegst, außer es ist von einem Boss oder einem Rare, ne? Und also im Raid, wenn du was liegen lässt von einem Boss, kriegst du nachgeschickt. Wenn du vom Trash was liegen lässt, kriegst du nicht nachgeschickt, ne? So ist es halt einfach. Und das ist in der Open World auch so. Wenn du irgendeinen Rare killst und der irgendwas droppt, das kriegst du nachgeschickt. Sogar die grauen Sachen kriegst du nachgeschickt. Auch das Anima- und Konsortenzeug. Aber wenn du halt... Warte mal, die könnte ich doch eigentlich in den Bosskampf mit reinziehen, oder? Guck mal her hier, Kollege. Wenn ich die ein bisschen dotte, dann kriege ich da noch einen extra Damage Boost. Naja, oder auch nicht. Okay. Nehmen wir mal das hier mit. Wir gehen jetzt mal noch nicht raus, denn ich müsste hinten noch ein paar kleine Mobs töten.
Ich wollte wieder HT ziehen, ne? Na also. Ja. Danke für eure Hilfe. Ich komme ab jetzt allein zurecht. Ja, wer so, das klingt gut. Ich bin blöderweise den Weg gegangen, wo es weitergeht. Und da hinten war noch ein bisschen was. Deswegen laufe ich jetzt nochmal kurz zurück. Und hol mir das andere noch. Ja, also ich meine, in Legion haben sie das eingeführt, das System. Und damals war es noch so, da hast du wirklich, glaube ich, 100% alles nachgeschickt. Oder da sind wir hergekommen, ne? Dann bin ich hier nicht lang gelaufen. Also hast du wirklich 100% wirklich jeden Rotz nachgeschickt bekommen. Und das war einerseits ganz praktisch, weil du musstest eigentlich nichts mehr looten. Du hast eh alles dann im Postkasten gehabt. Andererseits fand ich es aber ein bisschen nervig, weil manche Sachen hast du halt bewusst nicht gelootet, weil es halt irgendein Ramsch war von irgendeinem Mob und dann hast du wirklich jeden Kack im Postkasten gehabt. War jetzt auch nicht ganz so geil, wenn wir ehrlich sind, ne? Deswegen, ja. Wenn ich Blizzard wäre, dann würde ich es halt so machen, dass ich Items halt klassifiziere nach Wertigkeit. Und wie könnte man das machen? Naja, es gibt ja blaue Items, es gibt epische Items, es gibt legendäre Items. Ich würde so machen, wenn du ein legendäres Item ziehst, kriegst du das immer nachgeschickt. Wenn du ein episches Item ziehst, kriegst du das auch nachgeschickt. Ich würde sogar sagen, auch ein grünes und ein blaues Gear-Item kriegst du nachgeschickt, graue Sachen kriegst du nicht nachgeschickt. Und eventuell weiße Sachen, da könnte man sich halt überlegen, die kriegst du vielleicht auch nicht nachgeschickt. Aber dann ist es zumindest so, wenn irgendwo was Gear-Technisches droppt, dass du das noch nachgeschickt bekommen kannst, ist von jedem, ich denke bei jedem im Interesse. Was ich halt nervig finde, wenn du im Raid irgendwo, vor allem als Tank ist es so, du läufst weiter und viele Raids wollen ja dann weiter pushen, da bist du eigentlich schon als Tank an den nächsten Mobs dran. Das ist gar nicht schlecht, 100%, 21 Ermächtigung, 6 Minuten, ist okay. Also hier hätte man ein bisschen schneller sein können, aber ja, ist okay. Ne? Da bist du meistens schon, die Mobs sind noch nicht ganz tot, bist eigentlich schon in der nächsten Gruppe drin, dass es halt weitergeht, ne? Und da ist es dann halt, finde ich zumindest, ein bisschen blöd, wenn du dann jedes Mal wieder zurücklaufen musst und das Zeug einsacken. Also wenn da ein Epic oder sowas drin ist, ne? Und die sind ja teilweise auch relativ viel wert. Da ärgere ich mich manchmal so und denke mir, oh fuck, jetzt bin ich wieder nichts, habe ich wieder das Zeug nicht gelootet, das ist jetzt blöd gelaufen, hin oder her. Naja. So, jetzt müssten wir mal ein bisschen mehr zusammenpullen, aber die sind halt auch noch wenig. Ich hoffe, da oben ist dann ein großer Pull. Jetzt machen wir die hier unten noch kurz. Dann machen wir oben den Super-Giga-Mega-Pull und hoffen, dass wir alles wegratzen. Jetzt mal wieder ein bisschen overcappen. Aber, wenn ich die jetzt oben reinziehe, dann resetten mir die und dann vergesse ich die am Ende noch. Und das wäre dann eigentlich noch schlechter, als wenn ich die jetzt einfach quasi ohne Bonus umhaue. Nehmen wir das mal mit. Schauen wir mal, ob wir hier ein paar Viecher zusammenkriegen. Hier sind halt auch wieder keine Elite drin, könnte es sein. Ach, come on. Das meine ich halt. Jetzt sind lauter so Kackmobs hier. Ach, das ist der Dings-Endboss, ne? Zonen-Endboss. Na nee, gut. Aber das sind halt lauter kleine Mobs, die keine Punkte bringen, ne, die ich jetzt hier dabei habe. Na, jetzt schieße die ganzen kleinen Scheißviecher ab. Mal schauen, was das an Ermächtigungsbonus war, ne? Ich habe jetzt hier den ganzen Raum weggemacht. Den Vorraum und den Boss habe ich damit jetzt umgezogen. Und da haben wir jetzt reingeratzt. Aber es sah jetzt nach ewig vielen Mobs aus, aber es waren halt auch viele diese kackkleinen Skelette, ne? Also ich weiß jetzt halt ehrlich gesagt nicht, inwieweit die jetzt da vernünftig reinziehen. Aber dann war es das hier schon? Mehr ist hier nicht? Da war jetzt gerade der Endboss hier schon, ne?
Irgendwie ein bisschen wenig. Müssen wir da nochmal zurück und die Schlüssel einsammeln? Ich brauche ein Ziel. Ich glaube, der eine war da hinten noch, ne? Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Also, um nochmal auf dieses Nachschicken zurückzukommen. Also, ich sag mal so, mit dem allem Nachschicken, das war schon praktisch. Manchmal war es halt ein bisschen nervig, wenn du viele Auktionshausgeschäfte mit deinem Main auch gemacht hast und du Sachen rausnehmen wolltest und dann halt dein Postkasten mit so einem Krempel verstopft war, ne? Gut, das kann man halt auch umgehen, wenn man ein Auktionshaus-Char hat, dann ist das eigentlich auch passé das Problem. Aber sonst, ja, ist es eigentlich ganz nice. Ich mochte die Inselexpedition als einer der wenigen Leute. Ich glaube, die meisten in Ding fanden Inselexpedition ja kacke. Und einer der Hauptgründe, warum ich die so mochte, war schlichtweg, weil du da nichts looten musstest. Du konntest einen Haufen Mobs wegratzen, schön weggehen und musstest halt nichts looten. Das fand ich halt echt eine schöne Sache. Warte mal, bin ich da hinten? Ah ja, da ging es nicht weiter. Okay, also eigentlich müsste ich alles... Irgendwo noch ein Ding vergessen? Ist das wirklich alles hier gewesen? Ja doch. Alter! Ich habe halt 59% Ermächtigungsbonus. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen. Da ging es irgendwie auch um den Ermächtigungsbonus, ne? Und dann reg ich mich so auf, irgendwie so 15-16% und sag, boah, das ist voll wenig, kacke. Und er meint, hä, das ist doch voll gut, irgendwie zweistelliger Ermächtigungsbonus. Ich meint, hä, überhaupt nicht, macht. Also gut ist zu 30%. Und jetzt habe ich halt 59%, ne? Also, das ist krass. Das pusht, glaube ich, ordentlich rein. Alles ist verhandelbar. Oh, das ist jetzt nicht gut. Nein, jetzt können wir das Ding nicht mitnehmen. Ah, das war jetzt ganz schlecht. Jetzt habe ich richtig rein verkackt, aber vielleicht reißt es meinen Ermächtigungsbonus raus. Ich hätte das andere kaufen sollen, ne? Das Kinderspiel magst du, ich auch. Also, das ist ein super BG-Event. Super duper. Ihr habt ein Schnäppchen gemacht. Gut gefeilscht. Nur Shit krieg ich halt hier, ne? Na gut. Ich habe so gut wie kein Anima bekommen. Ich habe alles mitgenommen, aber hat hier gerade mal 400 Anima. Jetzt habe ich gerade mal 18 Bonus-Dinger. Hier wären zwei Elite, ne? Jetzt habe ich halt da noch nichts ready. Naja, komm. Warte mal, was haben wir hier für Bonus? Wir haben, wenn ich möglichst viele mit Mondfeuer versehre, hätten wir da auch noch mal einen kleinen Bonus. Mach mal den mit den zwei Typen zügig töten. Auch noch mal ein bisschen Mondfeuerschutz hier. Okay, zwei Elite-Typen in 10 Sekunden habe ich auf jeden Fall. Im Sack. Okay. Jetzt habe ich halt hier den Balken voll, aber keine CDs ready für den Giga-Mega-Super-Duper-Pull. Ist die Frage, wo kann ich jetzt noch ordentlich was zusammenpullen? Da hinten ist halt Endstation. Hier leider auch. Scheiß drauf. Tun wir halt das Overcappen. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Dann gehen wir oben lang und holen da noch ein bisschen was. Ich hätte zumindest Convoke ready. Läuft gleich meine Flask aus. Tun wir das mal nochmal nachschmeißen. Wir wollen hier mit vollem Support spielen.
Da sind halt jetzt nicht so viele Mobs, ne? Jetzt schaue ich mal, ob ich hier ein bisschen was zusammengezogen krieg. Ich habe halt keine Inker ready, ne? Das müssen wir halt... Ich muss näher ran. Holy shit, okay, das wird mich ratzen. Einmal reinkonvokt. Das wird jetzt bisschen böse. Ich hab mir Typhoon wieder nicht in die Leiste gezogen, ne? Oh, hab ich hier drei Elite-Mobs? Fuck, jetzt bin ich gestorben. Okay, das war ein Ticken zu viel. Ich hatte Inka in einer Sekunde wieder ready, ne? Ja, da haben wir es ein bisschen übertrieben. Die drei Elite waren zu viel. Ich hätte einen wegnatzen sollen. Das ärgert mich jetzt. Das Ding ist, solange ich Inka habe, bin ich total safe. Aber ohne Inka ist halt ein Kack. Ist halt ein Kack. Und ich hatte es in 2 Sekunden wieder ready. Aber das ist halt dieses Saudumme. Du hast einen Haufen Packs, dann kriegst du deinen Bonus zusammen. Und dann sind halt wieder keine Mobs drin. Oder du musst halt warten, bis dann Inka kommt. Ne? Und du overcapst die ganze Zeit. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Ja, keine Ahnung, vielleicht, es gibt ja diesen Trade, dass der erste Tod irgendwie nicht zählt oder so. Vielleicht greift das ja hier sogar. Mal schauen. Bin mir trotzdem fertig, bin jetzt schon auf 4. Wenn ich Glück habe, zählt er nicht. Ich hatte ein paar ganz gute Ermächtigungsgeschichten. Nee, komm, wir machen es nicht. Weil bis jetzt habe ich kein episches und das ist eher so ein mittelgutes. Das ist nicht schlecht, tatsächlich, aber es ist auch nicht so krass gut. Dann kriege ich wenigstens den Bonus für die epischen Dinger, dass ich da nichts habe. Nehmen wir da die ganzen kleinen noch mit. Dann bereiten wir der Misere ein Ende, hätte ich gesagt. Das hier müssen wir auch noch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob diese neutralen Mobs, ne, ob die auch irgendwie da noch was bringen oder wie das aussieht. Ich kann das nicht angreifen. Ich weiß gar nicht, war da hinten jetzt noch irgendwo eine Falle? Hier sind noch ein paar kleine. Oh, da ist noch ein Rare. Ich weiß halt nicht, ob wir nochmal ein großes Holy. Okay, wir müssen das anders machen. Komm, wir ziehen den Rare mit rein. Der mich einfach rum. Ich dachte mir, komm, ich mache jetzt ohne Inka und so, aber dann bin ich da übelst runtergedroppt. Dann dachte ich mir, vielleicht ziehst du es doch lieber. Die Frage, tun wir den desorientieren?
Muss nämlich immer auf Max Range sein, dann castet er nämlich wirklich Eulenzauber. Deswegen bin ich am Backpedalen. Dass ich sowohl ihn weiter casten kann, aber auch weg bin. Nee. Wir machen mal das hier noch mit rein. Nehmen jetzt keinen epischen. Wir haben jetzt nochmal hier den Bonus voll, aber hier halt leider nichts mehr ready, ne? Jo, ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Hund. So, jetzt ist die Frage der Fragen. Ziehen wir da nochmal hier. Haben wir halt kein Inker ready. Sind die blöderweise auseinandergezogen, die zwei. Ich glaube, das ist einer von den Trades, die ich habe, oder? Dass die so weggeschleudert werden, oder? I don't know. Das ist gesehen, wie so eine Explo, dann fliegen die beide in verschiedene Richtungen weg. Keine Ahnung. Okay, der ist noch in den Ermächtigungsbonus rein. Perfekt. Ich habe jetzt hier noch keinen von den krassen Trades. Ich bin außer Reichweite. Oh nein! Das kann ich mir doch nicht erzählen! Der Typ ist gespawnt, hat am Anfang ein Immunschild. Ich zünd die Convoke und die komplette Convoke fliegt in das Immunschild rein. Das ist halt so behindert. Das ist halt... Also... Ich brauche einen. Blöder geht's halt schon gar nicht mehr. Dass er genau dann spawnen muss, wenn ich meine Convoke in der Ding spiele. Wie oft habe ich die jetzt hier in der Zone gezogen? Zweimal habe ich die jetzt hier in der Eule gezogen, ne? Und genau dann muss der Typ spawnen. Das kann ich mir doch nicht erzählen. Vor allem, du könntest ja sagen, okay, der spawnt, dann räumt die Convoke den sofort weg. Aber nein, das hat sich entschieden, den Typen mit einem Immunschild auszustatten. Warum auch immer. Warum auch immer. Diesmal habe ich sogar zwei Convoke-Trades. Gut, 128%, das wäre auch nicht schlecht. Ich bin halt einmal gerippt. Gut, 9 Minuten ist schon lang, ne? Minuten ist schon lang. Haben wir da irgendwie so einen Geist vergessen? Jetzt haben wir noch den Boss. Also, I don't know, ob das halt reicht. Also, wenn der Tod zählt, dann ist halt RIP für mich. Oh ne, wir haben nicht mal die 500 Anima zusammen. Das ist ja mal richtig schlecht, tatsächlich. Ihr seid immer ein geschätzter Kunde. Ha. Nee. Komm, das machen wir nicht. Wäre ein guter Trade für einen Boss, ne? Aber... Alles hat einen Wert. Blöder Mist. Alles ist verhandelbar. Hat da noch dieses Kopierding? Wird das noch mit... Ich weiß nicht, ob der Epic Trade besser gewesen wäre, hätte ich den Boss vielleicht schnell tot gekriegt. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ja gut, Boss schnell tot kriegen, sieht's eher schlecht aus. Mal gucken, wie viel der Trade bringt, ne? Also, dass ich jetzt keinen epischen Ding habe. Waren das 5 oder 10? Ich bin mir nicht sicher. Das Problem ist, was ich jetzt halt nicht habe, ist den Mittler abgeworfen. Das habe ich halt nicht. Ich glaube, Fallen habe ich keine erwischt. Meine ich zumindest. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich hätte die alle, warte mal, ich muss die alle dingsen. Dann mache ich mehr Schaden. Das war jetzt schon wieder dumm. Ich bin außer Reichweite. Das war tatsächlich wieder dumm. Es gibt nämlich, wenn du den Endboss innerhalb von, glaube ich, 30 Sekunden tötest, unter einer Minute und so, gibt es halt irgendwelche Bonussachen. Aber als Tank mache ich halt zu wenig Single-Target-Schaden. Ich hätte halt den anderen Trade mitnehmen können, dann hätte ich halt 50% mehr Single-Target oder halt mehr Schaden gemacht. Aber... Es hat gereicht.
Es hat sogar dicke gereicht. 221. Ah, der Tod hat nicht gezählt. Ich hatte halt Luck, ne? Ich hatte halt tatsächlich Luck. Aber, was haben wir denn? Ich hab 100% Abschluss. Also ich habe wirklich alles mitgenommen, was geht. 28% Ermächtigung ist im Durchschnitt eigentlich ziemlich gut. Zeit 21 Minuten, habe ich gehört, das war auch sehr gut. Brandschatzer haben wir gekriegt, Erlöser haben wir, habe nichts, Fallenmeister, Retter, Draufgänger, Plünderer. Also wir haben alles mitgenommen. Was ich nicht habe, ist diesen ist dieses, dass wir den Mittler da umschießen, ne? Ja, Boss looten auf jeden Fall, aber schauen wir mal. Nein, ich krieg halt nur Seelenasche, das ist halt so dumm, ne? So dumm ist das. Da kommt er wieder, der Kollege. Klaut mir meine... So, dann würde ich sagen, laufen wir jetzt noch weiter. Das Zwillenasche kann nur vom Kundendienst gibt einen Blue Post. Ah, dann werde ich vielleicht da doch ein Ticket aufmachen. Also nicht die Seelenasche, sondern Soul Cinder brauche ich ja, ne? Also das Neue. Obwohl, doch, jetzt habe ich. Wo kommt das jetzt her? Ich glaube, ich habe es gekriegt, ne? Seht ihr das? Weil ich hatte, bevor ich los bin, hatte ich 1500 irgendwas, ne? Dann habe ich ja einmal den Run gemacht, hab verkackt zu looten, dann hatte ich immer noch 1500. Jetzt bin ich nochmal in den Run rein, ich habe nur Seelenasche gelootet und jetzt bin ich trotzdem bei 1700. Also irgendwie habe ich es jetzt bekommen, obwohl ich es nirgends angezeigt bekommen habe. Aber ich glaube, dann kann ich mir ein Ticket sparen, oder? Oder bin ich jetzt den anderen Teil gelaufen? Ich glaube, ich war zweimal jetzt den gleichen, ne? Naja, egal. Ich habe jetzt den auch auf makellos. Wir machen jetzt aber trotzdem hier wie im anderen Run auch schon die... Warte mal, wie komme ich denn da? Achso. Ah, so komme ich daran. Hier das Adamantitgewölbe. Noch mal gucken, was wir da am Ende kriegen. Ah, das Talentset-Manager, genau. Jetzt mache ich die Torghast-Runs fertig, na immer, und dann testen wir das, dann erinnerst du mich nochmal. Ich will jetzt erst das eine fertig machen, dann können wir das mit dem Add-ons gucken. Na gut, der Sprint hat sich jetzt irgendwie nicht gelohnt, habt ihr gesehen, irgendwie zwei mit. Ich bin gerade überlegen, muss ich jetzt hier übrigens die ganzen kleinen Mobs töten? Glaube ich eigentlich nicht, ne? Ich könnte wahrscheinlich auch einfach jetzt durchlaufen, den Endboss umbrezeln. Obwohl, vielleicht kriege ich noch ein paar Bonis, die ich brauche. Bin gerade zum... What the? Habt ihr gerade gesehen? Ich war komplett voll und dann auf 5% runter. Holy moly. Mal sehen hier, wir können ja hier noch ein bisschen... Jetzt haben wir ihn zu früh gezogen, ne? Aber jetzt bringt mir ja gar nichts mehr, wenn ich jetzt immer Mächtigungsbonus irgendwas umhaue. Punkte gibt's jetzt keine mehr. Aber ein bisschen extra Schaden können wir da vielleicht noch mit raushauen. Können wir noch ein paar extra Anima-Bonis mitnehmen. Was haben wir denn hier? Warte mal, das letzte habe ich gelernt, den muss ich eine Weile laufen. Oh fuck, okay, das hat viel zu viel Schaden raus. Kann ich nämlich hier so Sachen aufsammeln. Ja gut, nevermind. Das Mondfeuer war anscheinend schon... Was passiert denn, wenn wir hier reinlaufen? Okay. Steht da dran, verursacht körperlichen Schaden alle Spielcharakter und Gegner um 15% erhöht. Ah, ich hätte da auch Ding reinziehen können, die NPCs, ne? Das wäre doch was gewesen. Da wären die NPCs weggestachelt worden. Also mein Overall-Ziel ist es, Torghast jeden Floor quasi... Oh, da sollte ich auch nicht reinkommen. Jeden Floor auf Max... Oh fuck, jetzt habe ich den Boss gepusht. Holy moly, was ist denn das? Was zieht mich denn da ran? Den Boss wollte ich jetzt eigentlich noch nicht adden. Das habe ich noch nicht angelegt.
denn das für ein Teil hier? Kann ich damit irgendwas machen? Das zieht mich nur ran. Kann ich da vielleicht Gegner auch ranziehen lassen? Super, der hat mich desorientiert. Ich würde ganz gern wissen, was ich damit machen kann. Ja komm, jetzt töten wir erstmal den Boss hier. Na super, jetzt ist auch noch so ein kleiner da. Das ist jetzt suboptimal. Oh nein. Der eine viert mich und der andere macht irgendeine Kacke. Der dritte klaut mein Anima. Komm, ziehen wir die noch ran. Also gut, war das jetzt gerade alles nicht, ne? Wenn wir ganz ehrlich sind. Ach komm! Die Kombi! Der eine castet seinen Shit und dann werde ich wieder desorientiert. Zum Glück habe ich genug Leben, dass ich dem gegenwirken kann. Vielleicht töten wir jetzt einfach mal den Boss, der da die ganze Zeit nur noch ein paar Leben hat. Dann wird das vielleicht ein bisschen entspannter. Was ist denn eigentlich, wenn ich im Adamantitgewölbe rip? Das dürfte wahrscheinlich nichts ausmachen, oder? Vermute ich mal. Nee, ich habe noch nicht alle Floors mit 5 Sternen. Ich habe letzte Woche angefangen, da habe ich einen gemacht. Jetzt habe ich gerade den zweiten quasi. Den zweiten mit 5 Sternen und laufe gerade das Adamantitgewölbe. Und danach... Oh, was war das jetzt? Hier war doch gar nichts. Ich bin einfach What the fuck? Durch was bin ich denn gestorben? Bitteschön. Ah, schau mal, da ist auch noch was drin. Ich bin außer Reichweite. Also irgendwas hat mich jetzt gerade gerippt, obwohl da gar keine Gegner mehr waren. Und warte mal, schauen wir mal kurz in den Kampflog. Was ist mit mir geschehen? Schredder verletzt 30.000. Wait, ich guck jetzt mal hier schnell. Irgendwas hat. Oder war da doch noch so ein kleines Viech? Okay, da ist einfach gar nichts drin. Ach gut, das kann ich gar nicht anschauen. Okay, danke für nichts, Addon. Danke für nichts. Ja, ich könnte einfach zum Endboss durchstealthen. Ich dachte, ich kriege hier noch irgendwelche krassen Sachen, aber irgendwie... Ach, schau mal, doch, den Bonus haben wir jetzt hier. Also, na, sollten wir nicht unterschätzen. Ihr habt schon recht, eigentlich brauchst du es, wenn du im Adamantitgewölbe bist, kannst du den ganzen Mist hier auch sparen. Vielleicht haben die Dinger mich auch weggeratzt, ne? Aber ich war eigentlich da oben gestanden, deswegen... Was da jetzt das Problem war. Aber hier bei dem Mittler konnte man noch irgendwas kaufen, ne? Deswegen, genau, deswegen wollte ich mir noch Anima holen. Wahrscheinlich ist jetzt ein Teil drin. Ja, jetzt ist das Teil drin. Ich habe halt keine 1000 Anima. Ist das dumm. Ja, gut. Ach, den Spiegel habe ich immer noch. Den habe ich beim Boss gar nicht eingesetzt. Na gut, aber wir haben keine 1000 Anima. Das sieht ja schlecht aus. Kaufen wir das andere Teil mal auch noch. Achso, mein Inventar ist voll. Gut. Das ist beides Kacke. Alles ist verhandelbar. Kaufen wir das mal noch. Keine Ahnung. Das können wir gegen Boss mal einsetzen. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn hier für einen netten Boss? 2 Millionen Leben hat der knapp, ne? Da haben wir ein bisschen drauf rumhaken können. Ja, das nächste Mal muss ich Anima sparen, dass ich mir das Zeug aufkaufen kann. Das war jetzt der Fehler. Ah. So, okay, dann... So, hier können wir dann noch was skillen, ne? Zusätzlich... können wir uns einmal den Spiegel anmachen? Schauen wir mal, ob wir ein paar Mal drauf konvoken können. Na, schau mal, er wird erstmal gefeiert. Aber das andere Ding kann ich jetzt noch nicht anschmeißen, ne? Das hat jetzt 5 Minuten Abklingzeit hier, gut. Ist jetzt ein bisschen wasted. Was machen denn die Typen, die casten was? Ah, da kommen so Bälle raus. Ich will mich mal von einem treffen lassen. Was haut das in Schaden raus?
Ja gut, also... Ich hab Inka an, ne? Da habe ich ziemlich viel absorbt. Da kommt jetzt nicht so viel durch. Ach, der Kollege. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf, ob der mir jetzt Anima klaut oder nicht. Ist eigentlich wurscht, wenn wir ehrlich sind. Jawohl, jetzt wo mein Schild ausläuft, machen die Bälle schon ein bisschen Damage. Das ist jetzt hier für eine Explo-Kacke. Ah, die werden gefeiert. Aber das Blöde ist, die werden wir die Convokes aufsplitten, wenn das blöd läuft. Muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen wegkomme. Ich habe extra ein bisschen geskillt, dass die Convoke kürzer ist. Es wird halt trotzdem ewig dauern, ne? Ich habe halt leider keinen krassen Single-Target-Trade bekommen. Und da klopfe ich dann natürlich als Tank schon ewig rum. Hier müsste ich umskillen auf meinen Catweave-Skill. Was macht denn der jetzt eigentlich? Oh boy. Jeglicher... Oh mein Gott. Ich bin echt ein bisschen schlecht, kann das sein. Jeglicher erlittener Schaden ist um 99% verringert. Und ich muss wahrscheinlich die Geister töten, ne? Jetzt habe ich meine Convoke und meine Inka in den Typen reingeratzt. Und Wunder... Holy moly. Der macht mich ja richtig lang hier. Das habe ich nicht gecheckt. Ich hab's nicht gecheckt, dass der den Buff drauf hat. Man muss die Typen halt töten. Ich dachte halt, die machen halt so ein bisschen AE-Schaden, juckt mich nicht. Ich ziehe halt einfach auf den Boss durch. Ist mir egal. Ich denke mir schon, der geht halt so gar nicht runter, ne? Ja, sogar im Spiel lacht er mich aus, der Kollege hier. Ja, gut, das war jetzt ein bisschen Fail. Manchmal sollte man sich die Fähigkeiten schon angucken, die die Gegner hier machen. Das Problem ist, ich hätte mir ja Ding nicht gebindet, ne? Ich hätte mir Ding rausziehen sollen, wie heißt es? Typhoon? Was macht er denn jetzt? Wo will er denn jetzt hin? Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Kann ich das hier noch abbrechen? Nee, das zieht er auf jeden Fall durch. Vielleicht, wenn ich den Boss in eine gewisse Ecke ziehe, dass die Viecher dann eher aufeinander spawnen. Da stehen zumindest zwei aufeinander. Jetzt ist meine Inka ausgelaufen. Locken wir sie alle auf hier, die Dinger. Ah, der andere ist anscheinend hops gegangen. Wahrscheinlich von dem Einschlag, vermute ich mal. Hier von dem, weißt du, von den Einschlägen. Gehen wir wieder die Eule. Ich habe jetzt nur eine Minute Abklingzeit, weil ich da ein paar Trades mitgenommen habe, die das ein bisschen verringern tatsächlich. So, jetzt müssen wir ihn schnell töten, bevor er wieder auf die Idee kommt, seinen 99% weniger Schadensshit anzumachen. Auf den ich dann wieder irgendwie 2 Minuten drauf rumklopp. Holy moly, das ist jetzt gerade übelst geleckt. Ah, nice, wir haben so ein Mediums-Ding bekommen. Das sollte ich mir aufsparen, weil ab nächste Woche wollten die das ändern, ne? Dass das dann nur noch für deinen eigenen Speck funktioniert. Ach, habe ich das Ding jetzt hier nicht gezogen? Oder doch? Ich bin mir gar nicht sicher. Okay, gut, war wieder ein schöner Run. Und ja, jetzt werde ich dann noch versuchen, die anderen Dinge auch noch fertig zu machen. 2 haben wir jetzt und 4 müssten noch offen sein, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, mal gucken. Und dann gibt es hier nämlich auch ein schönes Mount, wenn man die alle hat. Also da werde ich jetzt weiter drauf hinarbeiten. So, für die Aufnahme soll es das gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Tela. Ciao.